Die Räume in den sanierten und erweiterten Schulen in Duisburg sollen flexibel nutzbar sein. So sieht es ein Musterraumprogramm vor, das das Immobilienmanagement, die Schulaufsicht und die Schulen gemeinsam in den vergangenen 2 Jahren erarbeitet haben. In Klassenräumen soll künftig nicht nur gelernt, sondern auch gespielt, geruht und gegessen werden. Dazu bedarf es einer Möblierung, die flexibel und schnell zu bewegen ist. Der Schulausschuss stimmte mit großer Mehrheit zu. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat am 1. Juli. Kritik am Programm gibt es seitens der Schulformsprecher. Dieses sei nicht, wie vorher zugesagt, mit ihnen abgesprochen worden. Vor allem bei der Mehrfachnutzung von Räumen gäbe es aus Sicht der Grundschulen erhebliche Bedenken. Die Duisburger Staatsanwaltschaft stellt sich mit 2 neuen Sonderdezernaten neu auf, um auf besondere Problemlagen besser reagieren zu können. So richtet sich nun der Fokus auch auf Straftaten gegen die Feuerwehr oder andere Hilfs- und Rettungskräfte. Dazu wird der Kampf gegen die Clankriminalität im Duisburger Norden fortgesetzt. 413 Ermittlungsverfahren sind zwischen Juni 2018 und dem 25. Mai 2019 eingeleitet worden. Die beiden damit befassten Staatsanwälte werden weitermachen. Auch in Mülheim soll der Kampf gegen Clankriminalität nun verstärkt werden. Die extreme Trockenheit in 2018 hat 5% des Duisburger Waldbestandes zerstört. Kommt nun noch so ein Sommer, wäre das der Super-GAU, sagt Stadtförster Stefan Jeschke. Statistiken zeigen, dass in Duisburg in 2018 nur noch 467 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen sind. In den Vorjahren waren es fast doppelt so viel, im Schnitt 812 Liter pro Quadratmeter. In den Duisburger Wäldern wären die Schäden noch heftiger ausgefallen, hätte die Feuerwehr nicht so beherzt helfend eingegriffen und wochenlang Grünflächen gewässert, sagt Jeschke. Duisburg bekommt ein soziokulturelles Zentrum. Dafür kämpft die Initiative Du erhältst Kultur. Jetzt hat sich ein geeigneter Standort für das Zentrum gefunden. Nach umfassender Prüfung der Immobilie durch das Bauordnungsamt und einem Architekten soll die Adresse des Zentrums Stapeltor 6 heißen. Die Räumlichkeiten unterteilen sich in 2 Stockwerke. Der Umbau der unteren Etage soll zuerst in Angriff genommen werden. Hier unten haben wir halt konkrete Pläne schon gemacht. Wir wollen halt unten hier eine Bühne einrichten, da vorne kommt eine Bar hin und wir haben so ein paar Sitzgelegenheiten eingeplant und das, wir haben so ein bisschen klar schon uns eine genaue Vorstellung von dem unteren Bereich irgendwie gemacht, mit dem wir auch so ein bisschen losstarten wollen und zeigen wollen, was hier ungefähr unsere Atmosphäre sein könnte und wollen aber diesen Raum dann dafür nutzen, um gemeinsam mit allen den oberen Teil, der auch nochmal viel größer ist und ungefähr 600 Quadratmeter hat, den dann quasi mit der gesamten Stadtgesellschaft zu entwickeln nach den Bedürfnissen und Wünschen aller Menschen in Duisburg. Am 6. Juni wird sich der Kulturausschuss der Stadt Duisburg mit dem Konzept für die Erprobungsphase des geplanten Zentrums befassen. Der Rat wird am 1. Juli darüber entscheiden, ob dieses Projekt in Angriff genommen werden soll oder nicht. Der Förderfonds Interkultur Ruhr geht in eine neue Runde. Auch 2019 sucht die Initiative des Regionalverbandes Ruhr und des Kulturministeriums NRW Projekte, die sich dem interkulturellen Zusammenleben im Ruhrgebiet widmen und sich für ein solidarisches Miteinander stark machen. Gesucht werden vor allem Produktionen im Kontext von Flucht und Migration. Förderberechtigt sind kommunale und freie Kulturinstitutionen, Vereine, Verbände, Kulturträger sowie Künstler und Künstlerinnen. Förderanträge unter 5.000 Euro können jederzeit eingereicht werden. Für Vorhaben mit einem höheren Bedarf gibt es Einreichungsfristen am 1. August und 2. Oktober. In den vergangenen 3 Jahren sind mehr als 120 interkulturelle Projekte unterstützt worden. Um das Ruhrgebiet fit für die Zukunft zu machen, hat die Landesregierung NRW mit der Ruhrkonferenz einen breiten Beteiligungsprozess gestartet. Die IHKs und Handwerkskammern im Ruhrgebiet unterstützen diesen Prozess und legen 40 konkrete Projekte für das Ruhrgebiet vor. Vor allem geht es den IHKs und Handwerkskammern darum, mehr Freiräume für Wirtschaft zu schaffen und zusätzliche Flächen bereitzustellen. Dazu will man die Ruhrgebietskommunen smarter und digitaler machen. Noch bis Sommer sollen in den 20 Themenforen Ideen gesammelt werden. Bis Ende 2019 soll dann eine Entscheidungsphase folgen. Gute Nachrichten für den MSV Duisburg. Der Verein kann in der 3. Liga spielen.
Der Deutsche Fußballbund hat die Lizenz dafür jetzt offiziell erteilt. Die neue Saison startet am 19. Juli. Spielpläne will der DFB in der ersten Juliwoche veröffentlichen. Jetzt schon hat der MSV aber mit dem Dauerkartenverkauf für die nächste Saison gestartet. Fans können sich ab sofort Karten sichern, unter anderem im Zebra-Shop auf der Königstraße oder direkt in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Eine Dauerkarte für die Saison 2019-2020 gibt es ab 210 Euro. Anlässlich der Umweltwochen Duisburg nachhaltig öffnen am Sonntag, den 9. Juni, Duisburger ihre Gärten für Besucher. Dazu gibt es 19 kleine Oasen aus allen Stadtteilen zu bestaunen. Von gepflegten Haus- und Nutzgärten über eine Auswahl an Kleingärten bis hin zur naturbelassenen Grünanlage ist alles vertreten. Die Idee des Tages der offenen Gärten Duisburg entstand aus Anregungen im Rahmen des Bürgerdialogs Ihre Ideen, unsere Stadt. Hier wurde immer wieder der Wunsch geäußert, die vielen Grünzonen Duisburgs in den Mittelpunkt zu stellen. Am Sonntag, den 9. Juni, sind Gäste zwischen 11 und 16 Uhr zum Betrachten, Verweilen und Genießen eingeladen. In der Metropole Ruhr wurden im vergangenen Jahr weniger neue Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude fertiggestellt als noch im Jahr 2017. Das Statistische Landesamt zählte 471 neue Nichtwohngebäude. Das sind 91 weniger als noch vor 2 Jahren. Fast ein Drittel der 2018 fertiggestellten Gebäude im Ruhrgebiet waren Handels- und Lagergebäude. Von Sonne über dicke Wolken bis hin zu Regen ist in den kommenden Tagen in Duisburg so ziemlich alles dabei. Der Mittwoch zeigt sich meist sonnig, nur selten schieben sich leichte Wolkendecken vor die Sonne. Es bleibt sommerlich warm bei Werten von bis zu 28 Grad. Der Donnerstag kann in Duisburg vereinzelt mit Regen starten. Im Laufe des Tages bleibt es zwar trocken, aber grau und bedeckt. Die Sonne zeigt sich kaum. Das Thermometer kommt nur noch auf maximal 20 Grad. Am Freitag bekommen wir dann wieder Sonne satt. Der Himmel zeigt sich blau und fast wolkenlos mit Temperaturen von bis zu 26 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst! Auch morgen wird in Duisburg wieder das Tempo kontrolliert. Geblitzt wird unter anderem auf der Gutenbergstraße in der Altstadt und auf der Wörthstraße in Hochfeld. Außerdem sorgen Baustellen für Verkehrseinschränkungen. In Kasslerfeld verlegen die Netze Duisburg Leitungen auf der Straße auf der Höhe. Aus diesem Grund wird die Straße auf der Höhe zwischen Aldi Süd und der Hausnummer 24 zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ruheorter Straße. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert. Die Bauphase dauert voraussichtlich bis zum 19. Juli. Und in Beek ist die Prinz-Friedrich-Karl-Straße zwischen Gotenstraße und Friedrich-Ebert-Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können aber passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung über die Stockholmer Straße und Neanderstraße ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juni 2019 abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.